Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die mit dem Antares. Moin, wir haben direkt etwas früher angefangen, weil wir das auf jeden Fall mit drauf haben wollten. Ja, haben wir auf jeden Fall mit drauf. So, und da sind wir auch wieder mit der wunderschönen Morgenmelodie. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Genau. So, wir haben ja hier in diesem Gehaus genächtigt. Oh mein Gott! Wow, Action! Jetzt wird Gehans Huntsman. Stand der auf einmal vor mir? Heftiger Bär, ey. Geht er gut los. Genau, wir hatten ja vor, jetzt in die Stadt zu fahren. Hier vorne ist noch irgendwo ein Spider. Hast du den schon erledigt? Jo, hab ich. Gut. Ui, 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 ui. Hier vorne ist noch mehr Fleisch. Ja, ich bin ein bisschen überladen. Warum blinkt das Kreuz? Habe ich zu viel gegessen? Weiß ich nicht. Eine Heidelbeere. Hier vorne ist noch ein Hund. Hinter dem kleinen Hügelchen. Aber oh, alles gut. Jo, guti. Denn geht's weiter. Jo, ist er gleich da vorne hoch? Das war nichts. Jetzt aber. Das war was. Guck mal hier, das wollte ich dir zeigen. Hier kann man ganz gut diese Heidelbeerpflanzen erkennen im Wintergebiet, weil die viel grüner sind als alles andere, ne? So. Aber jetzt ab ins. Jo. Jetzt wird geradelt. Ich muss gleich auf jeden Fall irgendwas essen, weil meine Ausdauer ist sehr niedrig. Ja. So, da ist die Stadt. Periston. Hier, Diner. Da finden wir was zu essen. Und direkt Stimmt. gegenüber ist, der Shotgun Messiah und wir haben hier auch direkt schon wieder Fleisch. Wollen wir erstens deiner oder erstens Shotgun? Guck mal. Du kannst dir die schon mal reinhauen. Ich hab doch Essen dabei. Okay. Ich wollte mal eben. Das Zeug hier reinschmeißen.
Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen was stacken, wenn wir doppelte Sachen haben, und dann lässt sich das nachher besser mitnehmen. Ja, wir haben nur da hinten in dem Haus schon wieder Besuch. Jo, alles gut. Dann mache ich kurz meine Kiste mit der Dings leer. So. Jo. Ah, da ist noch eine Mützenmod, die kannst du dir rausnehmen im ersten Ja. Spin. Und hier sind Schuhe. Dann hast du ja endlich Schuhe. Vorsicht! Alles gut. Ich vertraue dir. So. Du vertraust mir. Ah ja. Das ist aber mutig. So. Das war der Shotgun Messiah. Ich glaube, mehr Shotgun Messiah gibt es hier gar nicht. Vielleicht da oben noch. Ich glaube, das ist dann schon wieder ein anderes Gebäude hier, ne? Guck. Marketing. Schade, so einen Kaffee hätte ich jetzt genommen. Schade, so einen Kaffee hätte ich jetzt genommen. Jo. Antares? Ja? Ich habe dich nicht mehr gesehen. Du warst weg. Guck mal, hier geht's noch nach oben, aber ich glaube, das ist kein Shotgun Messiah mehr hier, ne? Oh, Bürostühle.
Ah, gibt's hier Geier? Wo sind die Geier? Hier gibt's doch bestimmt noch Geier. Da war ein Geier. Kommst du wieder runter? Ah, gleich. Okay. Ist er runtergefallen? Oh. Meine Verbände. Ah, da. Zeit. Ich brauche eine bessere AK. Oh, ich habe eine AK gefunden. Oh, die hat aber auch nur einen Slot. Dann warte ich mal auf eine 3er AK. Wo bist du? Immer noch hier oben auf dem Dach. Oh Gott. Was denn? Ha, 4 Headshots. Ey. So, ich glaube, ich habe da was gefunden. Yo, Shotgun Messiah Loot. Yay. Geil, ich habe echt nicht gewusst, dass es das hier gibt. So eine 4er AK wäre richtig gut. Und Taris, bist du wieder im Haus drin? Ja, irgendwo zwischen den Wänden bin ich. Okay. So, AK bitte. Vierer AK. Geil. Gerade drüber gesprochen. Habe ich schon? Du bist auf jeden Fall noch über mir. Jo. Oh, oh, oh. Ah, ich hab mir ein Bein gebrochen. Ich habe auf jeden Fall eine Schiene in der Kiste auf der Straße. Oh, die Lehmsi-Mod passt auch in die AK. Interessant. Ich habe gedacht, die passt nur in Shotguns. Ich bin auf jeden Fall wieder ganz unten. Okay. Dadurch, dass ich das Dach runtergefallen bin. So. Dann komme ich jetzt auch mal runter.
falsche Seite. Hallo. Moin. Aber jetzt gehen wir ins Diner, ne? Jo. Okay. Hallo? Bist du noch am Aussortieren? Jo, so. Wo war denn das jetzt? Ach, das ist das hier direkt, ne? Moin. Autsch. So. Oh, Military. Wo bist du denn? Auf dem... Jo, genau. Oh, die macht mehr Schaden, ne? Oh, ein Airdrop. Toll, das wollte ich gerade machen. Geier. Nicht nur Geier. Vorsicht, Military. Oh, da ist der Loot. Kannst du ganz kurz aufpassen? Ich muss kurz was trinken. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin neben dir. Oh, okay. Goodie. Oh, geil. Ich habe so eine Mod gefunden. Stacheldrahtmod. Blutungsschaden. Geht
Gegner niederzuschlagen. Ja. Also ich mag ja Stacheldraht wegen Negan-Style, aber der Blutungsschaden, der nervt teilweise manchmal, weil du verpasst dem Zombie einen Blutungsschaden, willst aber zum nächsten Schlag ausholen, dann fällt er einfach um und du kriegst noch nicht mal Erfahrungspunkte. Deswegen. Oh na toll, nee, das ist kacke. Ja. So, ich hab den nochmal. Geil. Guck mal, mach dir das mal in den Brustpanzer. Wo sie denn hin? Habe ich die jetzt nicht aufgesammelt? Doch, da. Oh, Baseballschlägerteile, das ist gut. Wie mache ich das? Modden. Hast du das noch nie gemacht? Ich kann ja den Brustpanzer nicht anklicken, deswegen. Mit Linksklick kannst du den anklicken? Nein. Also du hast den ja angezogen, ne? Ja. Genau. Und nee, der ist bei mir grau, da ist nichts. Ach, weil der kaputt ist, oder wie? Nee, ich hab da nichts drin. Ach, du trägst keinen? Nein. Ja, dann machen wir das gleich, wenn wir an der Kiste sind draußen. Machen wir. Dann gehen wir mal runter, würde ich sagen. Warum komme ich hier jetzt nicht hoch? Klebeband und Stofffetzen. Und Harris? Ja. Wo bist du? An der Kiste. Wie bist du da runtergekommen? Runtergesprungen. Von Stufe zu Stufe. Genau. Hier. Gefütterter Brustpanzer. Verändern. Und dann den da rein und abschließen. Achso, der muss ja auch noch anziehen, ne? Also, sonst bringt mir das ja nichts. Ja, genau, damit kannst du jetzt schneller nachladen. Aha, oh, cool. Oh, Kiste ist voll. Jo, die ist schon voll leider. Haben wir das schon hier drin? Da oben ist noch ein Platz. So, was hatten wir noch? Ah, Crack a Book. Ganz wichtig. Mal alles aufwecken, was hier ist. Oh. Sehr gut. Guter Reflex. So, Bücherregale, ganz wichtig. Ich bin so hardcore schreckhaft, ne? Wie hast du bei Green Hell gesagt? Das ist gut so.
Hier. Ich habe aus Kontext auf den Dings gewechselt. Nee, war das nicht sogar hier? Ich habe, ja genau, Shotgun. Okay, habe ich gelernt. Wo hämmern sie denn? Hier. Oh, cool. Autsch. Spider. Ach, Nadel und Faden ist das. Hier. Wo hämmern sie denn? Guck mal. Kannst du alles lernen? Da, der Schlagmann. Hier. Ja, das war's, glaube ich, ne? Ja. Antares, Ja. wo bist du? Ich bin da die Leiter hoch. Welche Leiter? Ja, diesen Lift oder was es war. Das sah mir nämlich gerade hier ganz so aus, als wenn es hier noch einen guten Loot gibt. Ah, da bist du ja. Ja, habe dich gefunden. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Jetzt wäre ich gerade schon wieder beinahe runtergefallen. Oh. Jo, also ich denke mal, wir haben jetzt langsam genug Sachen. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, dass wir das alles mitkriegen. Die wichtigsten Gebäude haben wir gelootet. Oh, Pop and Pilz ist noch da. Pass and Gas ist noch da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon eine komplette Kiste voll. Ja. Müssen wir dann halt mal ein bisschen aussortieren gleich, aber Pop and Pilz ist natürlich wichtig, ne? Bisschen Heilung. Ja. Oh mein Gott, ich habe aufgeweckt, ich habe aufgeweckt, ich habe aufgeweckt. Das ist nur eine Pillendose hier. Oh, schön. Mich raten, du bist oben. Nee. Bist du denn?
Ja, immer noch hier am Haupteingang. So, also hier mehr gibt's hier leider nicht. Das war nur eine Pillendose. Oh, schade. Was war das? Working Stiff. Hier ist noch ein Passing Gas. Ich benutze sie mal. Geil. Bauplan Werkbank. Sehr schön. Das ist wunderbar. Jo, dann brauche ich das erstmal nicht scannen. So. Oh, geil, ein Rad. Oh nein, ich kann nichts mehr tragen. Soll ich es mitnehmen? Nee, nee, ich schmeiß was raus. Hier ein Maiskolben. Schrottgeschützturmteile. Also Baseballschlägerteile will ich behalten. So. Ich würde Benzin. trotzdem sagen, dass wir jetzt auf dem Weg nach Hause gehen. Ja. Also das hier, das letzte Gebäude. Noch kurz das Benzin mitnehmen. Ah, sieht gut aus. Goodie. So, dann laufen wir mal zur Kiste. Und dann gucken wir, was wir mitnehmen, oder wie? Ja, ich denke mal, wir kriegen das mit. Wir haben ja zwei Fahrräder, die wir noch voll machen können. So. Hast du auch noch Sachen, die du da reinstecken kannst? Ich habe noch nicht geguckt. Okay. Hier Steine. Braucht man nicht. Okay, Hier meine Knarre ist Donnerbüchse, frei. Munition. Willst du die Topfpflanzen mitnehmen? Ja. Okay. Also ich habe jetzt noch, in meinem Gürtel habe ich jetzt noch zwei. Ich muss dazu sagen, wir haben schon 19 Uhr, ne? Ja. Also fast. Ich gucke jetzt, was ich noch mitnehmen kann. So. Die Gläser, die Vitamine. Das kann ich noch stacken. Das kann ich noch mitnehmen. Das kann ich noch mitnehmen. Die Jetons.
Holz. Die Eier. Die kann ich noch in meinem Dings stecken. Das kann ich mitnehmen. Brauchen wir jetzt noch irgendwas Dringendes? Ja, wir nehmen alles mit. Ich guck gleich, wenn ich rein kann. Oh, darf ich die Viererpistole haben? Ja, klar. So, dann machen wir mal so. Hier Blei. Gewehrteile. Federn, ne? Wir schießen ja gar nicht. Die Mods. Branch. Lederponcho. Hier, Klebeband ist auch noch wichtig. Hier ist so ein Yucca-Saft. Klebeband. Und die Mollys natürlich. Ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ich Dreierbeinschienen habe. Ich nehme die mal mit. Ja, Blasebalg. Ich mal lieber den noch mit. So, okay. Okay. Oh, Bürostuhl liegt hier. Ja, den habe ich da gelassen. Ja, die müssen wir scrappen. Ach so. So. Am Loot Drop vorbei. Also, ich habe keinen Platz mehr. Also, bin nur drei überladen. Was? Echt? Ich hätte noch ein bisschen Platz. Wenn wir wollen, aber wir haben es halt schon 21 Uhr. Ja, wie du willst. Ja, wir können ja immer noch holen. Da bleibt ja noch ein bisschen, oder? Ja, der verschwindet halt nur von der Anzeige, wenn irgendwann mehr da sind, ne? Es kann mal sein, Ja, dass das. er dann nicht mehr zu sehen ist. Dass er nicht mehr angezeigt wird. Meine Ausdauer, ne? Aber wir haben ja jetzt schon ein Stückchen Rückweg. Jo. Ist gerade schon wieder ein Zombie einfach umgefallen. Vor meiner Nase. Einfach so. Bup. So, hier rechts, glaube ich, oder? Ja. Entschuldigung. Alles gut. Drüber fahren.
Ja, wir können die Nacht auch hier drin verbringen. Ah nee, komm, lass nach Hause. Okay. Wir können jetzt während der Fahrt schon mal Tschüss sagen. Ja, können wir machen. Dann ist ja was Schönes so während der Fahrt, oder nicht? Jo. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen bei unserer kleinen Loot-Tour. Die nächste Folge verbringe ich erstmal in der Base, um alles zu sortieren. und würde sagen, auf Video Wiedersehen. sehen. Tschüss. Tschüss.